Moin Moin, willkommen zurück bei Wild Thing und einer Top 5 für euch. Einer Top 5 zu einem, ja, aktuellen Ereignis, möchte man fast sagen. Und zwar die großartigen Dark Fortress lösen sich auf, tatsächlich. Nach vielen, vielen Jahren, fast 30 Jahren des Schaffens, meine ich, beziehungsweise der Band-Existenz, lösen sich Dark Fortress auf. Es scheint so ein bisschen die Zeit gekommen zu sein und ich dachte, das wäre ein perfekter Zeitpunkt, um jetzt natürlich eine Top 5 der besten Dark Fortress Songs zu machen. Ich habe hier tatsächlich alle Alben, weil ich ein großer Fan der Band bin, muss ich ganz klar sagen, und ich dadurch alle Alben einfach besitze. Das sind diese hier. Angefangen hat das alles damals mit dem, jetzt kommt es wieder, Tales from Eternal Dusk, so, ich komme mit den Titeln ein bisschen durcheinander, Profane Genocidal Creations, so, Step Wounds natürlich, Step Wounds, Seans, Eidolon, Elam, Venereal Dawn und Spectres of the Old World. Das ist das letzte, das ist 2020, meine ich, erschienen. Das erste ist aus den 90ern, also die haben eine ganze Weile Musik hinter sich. Wer Dark Fortress jetzt nicht kennt, wir reden von einer deutschen Black Metal Band, die sehr früh sich dem melodischen Black Metal verschrieben hat, und ihren Stil aber schon auch über die Jahre gewandelt hat. Also angefangen haben die sehr melodisch, wurden so ein bisschen als deutscher Klon von Dimmu Borgir verschrien. Das könnte auch damit zusammenhängen, dass sie tatsächlich denselben Namen übersetzt haben letztlich, oder quasi denselben Namen. Ich finde, das tut ihnen aber völlig unrecht. Dimmu Borgir hat eine andere Art, melodischen Black Metal zu machen. Es ist einfach eine sehr, sehr gute melodische Black Metal Band, gerade in den frühen Alben. Auch prägend durch den, die haben zwei Sänger gehabt, ziemlich genau halb. Ich glaube, der eine war jetzt 13, der andere 16 Jahre, so 2,7 rum müsste der Twist gewesen sein. Azathoth war der alte Sänger und der neue ist dann Morian gewesen. Der ist auch schon eine ganze Weile dabei. Und 2007 meine ich tatsächlich, ja. Und Azathoth, wie ich finde, der beste deutsche Black-Metal-Sänger, vermutlich zusammen mit Singultus, aber einer der besten deutschen Black-Metal-Sänger, in jedem Fall, finde ich zumindest, hat den Sound sehr geprägt, auch mit seiner absolut grandiosen Stimme. Und Morian hat es weitergeführt, auch ein sehr, sehr guter Sänger, aber der Sound hat sich auch gewandelt. Hin vom, ja, wie ich am Anfang schon sagte, klassischen, melodischen Black-Metal, hin zu auch eher einer progressiveren, verrückteren, noch atmosphärischen Note, aber halt auch verbunden mit noch längeren Songs und ja, anderen Strukturen, anderen Sounds und bis hin, wie gesagt, zum letzten Album. Aber lass uns doch in die Top 5 jetzt mal einsteigen. Also die besten Songs von Dark Fortress, Top 5, wie immer, von hinten. Ist ein bisschen was Verrücktes auf dem Platz 5, aber ich finde, der gehört dahin. Und zwar vom Eidolon-Album, der Song Baphomet. Baphomet, das ist der dritte Song, der dritte Track auf dem Album. Das ist ein spannender Song, weil der einerseits so ein bisschen neu und alt Dark Fortress verbindet. Der hat halt diesen typischen Dark Fortress Riffing und ist das erste Album halt mit dem neuen Sänger Morian. Und jetzt als spannend, und das ist für mich natürlich auch so ein bisschen das Extra-Bonbon hier, Tom G. Warrior hat hier einen Gastbeitrag und singt sozusagen den Baphomet selbst, wenn ich das so ein bisschen inhaltlich richtig verstehe. Gibt dem Song eine unglaubliche Note, weil der vorher so ein bisschen auch ja fast rock'n'rollig ist, aber dann nachher so ein bisschen mystisch wird und dadurch eine unglaubliche Tiefe hat. Du hast dadurch zwei Sänger hier drin, klar, Tom G. Warrior und Morian, und der Song ist einfach geil. Ist auch der Hit, wie ich finde, der absolut Überhit des Eidolon-Albums. Das Eidolon sowieso ein sehr, sehr geiles Album. Ich war damals auf dem Release-Konzert. Sehr, sehr, sehr geiles Album. Aber schon so mit dem ersten Schritt in die zukünftigen, ja, zuletzt aktuellen Dark Fortress. Aber auf Platz 5, mein Gott, nicht alles auf einmal, auf Platz 5 Baphomet. Auf Platz 4. Nächstes Album. Von dem Seans ist so ein bisschen der, ja, Radio-Hit, wenn es einen gäbe, wäre es wahrscheinlich Caterwomp. Muss man sagen. Caterwomp, ja. Und ich finde, das Seans ist eher ein schwaches Album, hat ein paar gute Momente, aber verklausuliert sich so ein bisschen. Aber Caterwomp ist so, das ist so der Pop-Hit von denen, möchte man sagen, der deswegen, wie ich finde, in diese Top 5 gehört, sofern wir versuchen natürlich objektiv zu sein, ob er in meiner persönlichen Top 5 drin wäre, sei mal dahingestellt, aber ich finde, der gehört hier einfach rein, wenn wir versuchen objektiv zu sein, weil das ist der Song, mit dem die auch so ein bisschen
ja, die ganz große Bühne geschafft haben. Also haben sie jetzt nie gemacht in der Form, aber ich finde, vom Sound her haben die da etwas geschaffen, wo du meinst, das ist zugänglich, das ist ziemlich gut, qualitativ, das ist eingängig und so weiter und so fort. Das ist einfach deren Pop-Hit ein Stück weit. Ziemlich lang für einen Pop-Hit, muss man dazu sagen. Muss man alles mit Anführungsstriche setzen, aber ich glaube, der gehört hier einfach rein und der hat von diesem Groove, so ein richtiger Kopfstück, so ein richtiger Banger ist das, sehr eingängig dafür und deswegen auf Platz 4 Caterwomp vom Seance-Album, das ich ansonsten eher ein bisschen schwach finde. Auf Platz 3 denn, das ist tatsächlich mein persönlich Lieblings-Dark Fortress-Song, vom ersten Album, vom allerersten, Pilgrim of the Nightly Squares. Und zwar ist das direkt der Opener-Track, davor kommt noch ein Intro, und der ist relativ eingängig und straightforward und kommt dann immer Pilgrim of the Nightly Squares. Und der geht halt nur etwas über 4 Minuten, das muss man bei Dark Fortress tatsächlich sagen, nur weil die auch einen Hang zu 6 bis 8 Minuten Songs haben. Und der ist relativ eingängig, sehr oldschool dabei, gerade was auch Dark Fortress oldschool angeht, aber auch sonst finde ich den auch ein Song, der gut gealtert ist und trotzdem aber mit seinen kleinen Melodien halt immer arbeitet, ohne seine Aggression irgendwie zu verlieren. Und ich finde einfach, ich verbinde mit dem Song vielleicht persönlich auch sehr viel, deswegen hier eine Spur Subjektivität da, keine Frage, aber ich finde Pilgrim of the Nightly Spheres ist wirklich, also mein persönlicher Favorit und der gehört ja einfach rein. Das ist ein super, super geiler Song. Der erste Hit quasi, wenn man die chronologisch hört, den man bekommt und das ist direkt der erste Track. Also es ist schon ein geiles Ding auf Platz 3. Auf Platz 2 vom Step Wounds, der Titeltrack Step Wounds tatsächlich. Ein absolut, absolut geiles Lied. Sehr lang, also relativ lang, ich glaube über 8 Minuten ist der. Und sehr, sehr vielseitig. Der hat einen geilen Refrain, der hat hinten raus noch einen anderen Part und bringt noch so eine Gitarre mit rein und. Und dieses ganze Stepwounds-Album sowieso ist von vorne bis hinten Dynamit. Der Titeltrack. Ich habe am Anfang immer ein bisschen gebraucht bei dem. Ich war dann bei den eingängigeren Songs, als ich mit Dark Fortress angefangen hatte. Und das war so bei Stepwounds, um Stepwounds rum. Und da habe ich Stepwounds am Anfang nicht so zu schätzen gewusst. Der hat ein bisschen gebraucht, aber dafür umso besser. Also der ist so tiefgehend, der Song. Der hat so viel Tiefe. Also es ist einfach melodisch, atmosphärisch, irgendwie auch verzweifelt mit vielen Atmosphären und Emotionen wird da gespielt. Und der Song kommt sensationell über die Zeit dafür, dass der 8 Minuten oder was geht. Ist schon richtig, richtig krass. Und überhaupt die ganze Thematik von Stepwounds einfach auch gut in Szene gesetzt mit diesem ganzen Album. Sensationell. Deswegen auf Platz 2 bei mir Step Wounds. Und auf Platz 1, ja, was ist der beste Song? Auch tatsächlich vom ersten Album. Ich weiß nicht, ob das für euch jetzt überraschend kommt, aber Crimson Tears. Wenn man die Melodien von Crimson Tears einfach mal nimmt, das ist zum Zungeschnalzen. Der Song ist so obergenial. Wenn ich versuche, objektiv zu sein bei Dark Fortress, kommt dabei Crimson Tears raus. Diese Gitarre, also wie die schaffen, Melodie in einen aggressiven Black-Metal-Stil, der bei denen natürlich nicht so aggressiv ist wie bei Gorgoroth, aber wie die das da schaffen, reinzudengeln. Mit dieser Gitarre hinten raus. Das musst du erstmal komponieren. Hammer, das geht. Jedes Mal, wenn ich den höre, kriege ich eine Gänsepelle. Das meine ich ganz ohne Flachs. Also es ist wirklich richtig, richtig krass, wie gut der komponiert ist, wie krass die Melodie in dem ist. Einfach ein sensationeller Song. Muss man einfach sagen. Deswegen auf Platz 1 Crimson Tears. Wir haben einen Song. Ich habe wirklich gehadert. Ich war, als ich das so runterreduziert, ich schreibe das immer so auf, welcher könnte passen und. Dann streicht man so weg wegen, ja, welcher muss. Und dann fängt man so an, so eine Liste zu dengeln. Und ich bin bei 6 Songs echt hängen geblieben. Und der 6. Song, der jetzt auf Platz 6 dadurch natürlich ist, ist tatsächlich auch auf dem Step Wounds Self-Mutilation. Der ist auch eher von der eingängigen Sorte, hat dieses mega, mega geile Intro. Manche Menschen denken, ich bin ein Psycho. Sieh mich an. Super, super geil. Aber am Ende fand ich den dann doch, also der ist obergenial, ich will gar nichts Schlechtes aber sagen, aber ich fand ich den etwas zu stumpf für diese Top 5 und die anderen hatten einfach mehr Tiefe oder mehr Popularität zu bieten. Deswegen mein Versuch der Objektivität auf Platz 6 Self-Mutilation. Was ich noch positiv erwähnen möchte, ist vom 2. Album, das hier sonst bislang keinen Song vertreten hat, der Song Warlord. Der hat auch noch einen längeren Titel, Warlock, und dann in Klammern Face the Angel of Pestilence. Ein sehr, sehr geiler Song, muss man tatsächlich sagen. Was jetzt auffällig ist, klar, das sind alles, fast alles Azathoth-Lieder.
bis auf Baphomet, wo Morian singt. Ich muss einmal zugeben, das hängt überhaupt nicht am Sänger, sondern tatsächlich an, wie sich Dark Fortress entwickelt hat. Die letzten Dark Fortress Alben fand ich nur so mittel. Die sind gut, man hört Dark Fortress raus, die sind aber ja deutlich zu progressiv geworden. Allen voran das Venereal Dawn, finde ich, ist für mich persönlich das schwächste Album. Aber wenn wir bei Dark Fortress von schwachen Alben reden, muss ich zugeben, gibt es eigentlich wirklich keins. Hier geht es wirklich tatsächlich dann nur, Songs rauszupicken. Aber wie schon, ja, ihr jetzt hört, ich bin ein Azathoth-Fanboy, was das angeht. Und mit Abstand das stärkste Album finde ich aber eigentlich Stepwounds. Oder das erste ist so ein bisschen, ja, schwierig, aber das sind so mit die besten Alben. Von den späten Alben, wie gesagt, ist da nichts bei. Auch vom zweiten Album dann nichts. Aber es heißt nicht, dass die Alben schlecht sind. Die sind alle wirklich, wirklich hervorragend. Das ist auf jeden Fall meine Top 5. Ja, Dark Fortress. Mit diesen wunderbaren Alben. Auf Platz 5, ich fasse das nochmal zusammen, Baphomet vom Eidolon. Auf Platz 4, Caterwaum vom Cerns. Auf Platz 3, Pilgrim of the Night Spheres vom ersten Album. Auf Platz 2, Stepwounds vom gleichnamigen Album. Auf Platz 1, Crimson Tears ebenfalls vom ersten Album. Das ist meine Top 5. Jetzt bin ich sehr gespannt. Wie sieht eure Top 5 aus? Lasst die mal da, schreibt runter, was denkt ihr für von Dark Fortress, auch von dem Werdegang. Ist ja ganz spannend, weil die genau wirklich halb-halb die Alben mit dem einen und mit dem anderen Sänger haben. Und insofern irgendwie auch gleichberechtigt. Es ist nicht so, dass man immer ewig diesem einen Sänger hinterher trauert oder dass das so ein völliges Gewusel ist, wie bei Gorgoroth zum Beispiel. Aber einfach eine grandiose Band, die sich verabschiedet. Irgendwie scheint die Zeit gekommen zu sein. Finde ich okay. Ich hoffe, die machen natürlich weiterhin Musik. Auch Morian und so. Azathoth hat ja diverse Projekte, allen voran Grab. Und ich werde mir die auf jeden Fall auch auf Abschiedstour angucken. Habe ich mir fest vorgenommen. Die Karte habe ich noch nicht, aber die ist jetzt bald da. Und das war dann auf jeden Fall meine Top 5 zu Dark Fortress. Echt schade, dass die gehen, aber irgendwie fühlt es sich dann auch vielleicht manchmal richtig an nach fast 30 Jahren. Und die wollen nochmal was anderes machen. Verstehe ich auch, alles gut. Aber das war meine Top 5. Jetzt tippt mal eure Top 5 an. Wie denkt ihr über Dark Fortress? Wie sieht eure Top 5 Songs aus? Lasst die mal da, lasst sie mich wissen. Wie seht ihr auch die letzten Alben, weil die bei mir so ein bisschen außen vor sind? Und dann bin ich sehr gespannt, was da kommt. Ich würde mich sehr freuen. Tippt das fleißig ein. Falls ihr noch mehr Top 5s oder Sachen zu Black Metal und Weiß der Henker was sehen wollt, abonniert den Kanal. Unten rechts ist so ein Button, würde ich mich sehr freuen. Hier kommt jede Woche 2 Videos. Ansonsten, mal sehen, was wir als nächstes haben. Bis dahin. Ciao, ciao.